Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und zwar gibt es heute das Julians Blog und JBB Quiz. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Da bin ich letztes Mal überhaupt gar nicht drauf gekommen, auch ein Julians Blog Quiz zu machen. Bin sehr, sehr gespannt, ob ich diese Frage heute richtig beantworten kann. Im Übrigen könnt ihr mir die Quizzes, die ihr erstellt, ruhig in die Kommentare schreiben. Manche werden vielleicht als Spam markiert, aber ich werde es dann trotzdem lesen können. Und dann würde ich noch sagen, gucken wir doch mal, ob wir das heute geregelt bekommen. Let's go. Und warum trage ich eigentlich ein Headset, wenn ich es eigentlich überhaupt gar nicht brauche? Wie heißt Julians Blog mit richtigem Namen? Julian Strohmeier, Julian Strohmeier, Julian Severing, Julian Trainer, Julian Cutlets. Ja, ich weiß nicht, ob es einer von euch weiß, aber ich weiß, dass er Julian Severing heißt. Welcher JBB-Rapper aus dem JBB 2015 hat bereits Features mit San Diego und Kollega? Aus dem JBB 2015, dass SpongeBob und Gio, die es hier angetreten sind, Fortune und Daska auch nicht, also muss es der Typ hier sein. Ich kenne ihn zwar gar nicht, weil ich das JBB dieses Jahr überhaupt gar nicht verfolge, aber ich hoffe einfach mal, dass es so ist. Wann wurde der YouTube-Kanal Julians Blog erstellt? Das müsste... Oha, jetzt ist die... Oh, die Frage ist so kacke. Ich wüsste, dass es nicht das hier ist, dass es nicht das hier ist und dass es nicht das hier ist. Oh, 13.06. oder 29.05. Ohne Scheiß, Mann. Ja, ich nehme 13.06.2011. Scheiß drauf. Welche JBB-Rapper sind der God of Battle und King? Ja, das muss man nicht lange gucken. Das ist natürlich SpongeBob ist der God of Battle und Gio ist King. So. Fünfte Frage, warum musste Julians Blog seinen YouTube-Kanal kurzzeitig auf Eis legen? Er bekam Stress mit seinem Chef, familiäre Probleme, zu denen er sich selbst nicht äußern wollte, er musste viel arbeiten und fand keine Zeit, er hat gegen die YouTube-Richtlinie verstoßen und bekam 3 Strikes, Julians Blog musste seinen Kanal nie auf Eis legen. Soweit ich weiß, musste er seinen Kanal Julians Hate Blog auf Eis legen, weil er Stress mit seinem Chef hatte, weil der Alte nicht mit den Einschaltquoten von Julian klargekommen ist und deswegen denke ich mal, dass es hier das erste sein müsste. Wir gucken natürlich gleich nochmal in die Auflösung genau. Welches Lied von Julians Blog existiert als einziges noch auf seinem Hauptkanal? Alle anderen wurden von YouTube gelöscht. Analyse, Banana Bang, Bordsteinschwalbe, Julian for President oder 11. September. Boah, entweder ist es Analyse oder 11. September. Schwierig. Soweit ich weiß, ist nur noch Analyse übrig und deswegen nächste Frage. Wie nennt sich das Label, auf dem Julians Blog sein Album recorded hat? Universal, Bikini Bottom Mafia, Agro Berlin, Recordjet. Er hat sein Album selbst recorded in seinem Keller. Boah, scheiße, Mann. Also recorded oder gemastert ist noch ein großer Unterschied, aber ich glaube einfach mal, dass es bei diesem Recordjet war, weil selbst recorded hat er es, ja, selbst recorded hat er es wahrscheinlich sogar. Aber... das ist ja ein Unterschied von Label und Recorded, oder nicht? Ne, ich denke einfach mal das hier, scheiß drauf. Wie heißt das aktuellste Video von Julians Blog, in das in vielen Medien als Skandal betitelt wurde? Eltern im Netz 3, Hurensohn-Analyse, Julian vs. Bild, Kinder, Todraser, Julians Blog Verschwörungsvollidioten, GDL Bahnstreik. Tja, das müsste der Bahnstreik gewesen sein und der Skandal ist hieran, dass Julian gesagt hat, dass man die ganzen GDL-Lokführer nach Auschwitz fahren sollte und das war schon ziemlich hart von ihm. 9 von 10. Wie viele Ausgaben der Julians Seelsorge gibt es bereits? 10, 7, 9, 13, 6. Boah. Das ist aber schwer, ohne Scheiß. Ich würde einfach mal sagen, dass es 7, 6 oder 9 sind, aber ich glaube 7 gibt es auf jeden Fall schon. Gibt es aber 9? Boah, ich glaube es gibt keine 9. Ich sage es gibt 7 Seelsorgen. Ach du Scheiße, Mann. Wer gewann das erste JBB? Das ist ganz, ganz einfach und zwar war das Fortune. Also müsste ich nicht lange gucken. Gucken wir doch mal, wie viel ich wusste. Nicht schlecht, 8 von 10. Aber was hatten wir denn falsch? Gucken wir doch mal. Richtiger Name war richtig, das war richtig. Da, scheiße. Am 29.05. Seht ihr genau, was ich gesagt habe? Entweder es ist 29.05. oder 13.06. Das war natürlich 29.05. Aber ganz ehrlich, es sind 2 Wochen Unterschied. Das ist schon eine mega harte Frage. SpongeBob und Gio war richtig. Hier war auch richtig. Stress mit dem Chef, okay. Analyse war auch richtig, war Recordjet war auch richtig, GDL-Streik war richtig. Ah, okay, es gibt schon 10 Seelsorgen. Okay, gut, das wusste ich echt nicht. Und das erste JBB hat Fortune gewonnen. Okay, würde ich sagen, die absolut unmögliche Frage hatte ich falsch und eine andere noch. Also 8 von 10, bin ich schon recht zufrieden. Lass mal auf jeden Fall dafür eine Bewertung da. Schatz, ich hasse das, wenn du mir zuguckst. Warum? Du spielst die ganze Zeit, jetzt spielst du nicht mehr. Schreibt mir auf jeden Fall noch weitere Quizzes in die Kommentare und dann würde ich auch sagen, lasst auf jeden Fall ein Like dafür mehr Quizzes, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ach ja, und schreibt natürlich in die Kommentare noch, wie viele Fragen ihr richtig beantworten konntet. Tschüss.